Rufio. Rufio. Ich hab den gehasst. Man kann ihn nicht hassen, der stirbt. Oh Gott, ja. Wenn mir scheißegal, ich war auch nicht mal traurig darüber. Kannst du so herzlos sein? Der ist voll der Arsch. Nein, am Ende nicht mehr. Am Ende. Am Ende kann sich jeder Böse nochmal zur guten Seite zuwenden, da. Wie Darth Vader. Raus aus meinem Kopf. Ey, das war doch klar, dass ich jetzt damit komme, vom böse Seite zur guten zuwenden und sowas. Also das war jetzt doch echt. Oh Mann. Boah. Oder halt die ganzen Disney-Filme. Was ich auch mal nachgeholt habe, war mal Die Schöne und das Biest. Boah, habe ich auch gehasst. Also ich habe es mal nachgeholt, weil ich kenn's halt, ich kannte eigentlich, muss ich jetzt leider nur zugeben, Schöne und das Biest, ich habe häufig von dem Film gehört, aber ich kannte es letztendlich nur aus Dings Kingdom Hearts. Habe ich auch gehasst. Kingdom Hearts. Natürlich. Ey, ich merke gerade jetzt erst, wie viele Sachen filme ich von Disney teilweise ich nicht mag. Ich wollte gerade sagen, du hast eine Disney-Allergie oder sowas, kann das sein? Aber dafür die ich mag, die erst recht. Boah, das Problem aber, oder was mir gerade einfällt, ich habe auch eine Bekannte. Bei mir gibt's immer nur Extreme, das heißt also, ich wäre der perfekte Sith gewesen. Auch hier Disney, ne? Hab eine Bekannte, du kannst mit ihr keinen einzigen Film angucken aus der, sag mal, aus dem Realität, wie sag mal, Sin City oder Jurassic Park. Die mag sie nicht. Boah, sie guckt bis heute immer noch nur Disney-Filme an. Ist mit der nicht richtig? Ja, das frage ich mich manchmal auch. Boah, Disney's Ariel, fand sie schön den Film. Da hab ich auch gehasst. Ich hab den Film. Ariel erst recht immer. Boah. Nee. Hast du Lust auf Kopfkino? Unter dem Bär. Oh Mann. Sebastian habe ich auch davon gehasst. Und Fabius? Wer? Der Fisch. Fabian hieß er, Fabian. Ja, oder Fabian, keine Ahnung. Fabian hieß er, also genau, nicht Fabius. Aber gelbe Fisch da. Knapp dran, genau. König Triton und Ursula und wie sie alle hießen. Meerhexe. Ich komme mir gerade so ein bisschen vor wie Francis von Left 4 Dead. I hate stairs. I hate elevator. Oder wie war das mit Terraria? I hate you, I hate me and I hate everything. Yep. Nee, oder was auch? Disneys Aladdin? Habe ich auch nicht gemocht. Film oder Serie? Beides. Sowohl als auch. Ich bin einfach, was Aladdin betrifft, ich bin einfach völlig desinteressiert. Was? Ja, genauso wie Simba habe ich auch nicht gemocht. Sinbad, der Kreuzseefahrer? Genau. Irgendwie, ich weiß nicht, ich mag hier so 1001-Nacht-Geschichten, da bin ich nie so wirklich der Fan von gewesen. Ali Baba und die 40 Räuber. Sesam, öffne dich. Kenn ich zwar, aber nie wirklich. Ja gut, Ali Baba habe ich auch nie wirklich, aber ich habe dazu mal, glaube ich, das Märchen gelesen. Mit der Höhle, um rauszukommen, Sesam, öffne dich. Genau. Wo ich bis heute immer noch ganz gerne sage, Samse, öffne dich. Weil Sesam, öffne dich zu Mainstream ist. Ah ja. Mark hat schon gegen den Strom, er ist ein Rebell. I go my own way. Mark ist auch so knallhart, ey, der frisst seinen Knopper schon um 9. Oder um 12. Oder um 12. Zur Mittagspause. Der schert sich schon scheiß um irgendwelche Regeln. So schaut's aus. Mit Minecraft lebst du echt in der also wirklich echt am Limit. Genau, das war das Wort, was mir gerade durch den Kopf schoss. Meint ihr jetzt das Wort Limit? Was auch damals geil war auf RTL 2 Robot, was jetzt wieder zurückkommen soll. Was? Wie? Robot Wars.
wo sie die gebauten Roboter gegeneinander kämpfen ließen in der Arena. Mit Fernsteuerung und sowas, das kommt jetzt wieder zurück. Ich glaube, das habe ich ein paar Mal angeschaut. Wo halt die zwei gekämpft hatten und je nachdem, in den Ecken waren dann auch nochmal andere Roboter gewesen, die haben sich dann eingemischt. Manchmal. Genau. Und der Roboter, der hat verloren hat, der wurde in die Grube geschmissen und wurde zerpresst. Und die Serie bringen sie jetzt halt zurück 2016 für eine Staffel und je nachdem, wie es läuft, wollen sie es weiter produzieren. Weißt du, worauf ich mich freuen würde? Takeshis Castle. Ohne Scheiß, das habe ich... Da wäre ich auch immer Yankee Gamer dabei gewesen. Ne? Ja, ohne Scheiß, das habe ich mir selber als Kind gedacht, da würde ich gern mal selber mitspielen. In Deutschland können sie sowas nicht machen. Nee. Die hatten da ja mal sowas ähnliches gehabt hier. Nur halt so in einem Piraten-Setting. Gab's da mal was? Boah, was tut den Namen? Nee, ich glaube, das lief auf RTL damals mal, bevor sie halt richtig beschissen wurden. Und das hatte, ich glaube, Sonja Zietlow hat das moderiert gehabt. Mit Piraten, Sonja Zietlow. Boah, keine Ahnung. Und das mussten die damals drüben in den Niederlanden drehen, weil sie das in Deutschland nicht machen können. Wegen Verletzungsgefahren und so weiter, das kannst du nicht machen und bla. Der ganze rechtliche Scheiß. Boah, da wimmelt's von Giga. Also was ich oder so an solche Sportserien geschaut habe, falls man das Sport nennen kann, Takeshis Castle und American Gladiators. Das fand ich auch noch cool. Da hatte ich auch mal gerne mitgemacht. Takeshis Castle. Ja, klar. Takeshis Castle habe ich immer die Erwachsenenversion angeschaut. Vor allem noch mit der richtigen, genialen CDF-Stimme, Synchro-Stimme. Und nicht so die trockene, komische, unlustige RTL-2-Stimme. Weil es lief ja früher auf DSF. Von der Schule gekommen, gleich erstmal DSF angemacht und Takeshis Castle erstmal angemacht. Ich kenn's von RTL 2, wo es damals nachmittags nach den ganzen Animes gelaufen war. Pokémon und Dragon Ball Z und so weiter, da lief das dann nochmal. Boah, ich glaube, das kann auch sein. Aber das war, da war, glaube ich, nur eine Staffel, glaube ich, bis DSF, Moderationsstimme. Aber das war noch so richtig gut. Da habe ich mal auf YouTube mal selber wieder so ein paar alte Staffeln, Folgen, rausgesucht und mal angeschaut. Boah, was habe ich mich gefreut wie ein Schnitzel. Oh, ich habe einen Diamanten gefunden. Gar nicht gesehen. Gerade einen Diamanten eingesammelt, ein Achievement gekriegt. Wo habe ich denn das jetzt her? Gar nicht aufgefallen. Ja, es wird echt mal Zeit, dass ich auch mal in die Buddeltiefe, genau. Ja, ich baue halt unter Tage, ne? Von daher bin ich jetzt hier mal endlich nach Ewigkeiten auf eine Höhle gestoßen. Ach, du willst eine Vault nachbauen? Ding, 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 ding. Echt? Cool. Also fertig ist jetzt weggebombt. Ich möchte sie erst besuchen. Ja, ich ja auch. Ja, das kann noch dauern. Welche Vault baust du danach? Die 101 oder die 111? Gar keine. Ich baue einfach irgendwas Vault-mäßiges. Und am Ende ist es dann hier so Herr der Ringe. So ein Ding. Minen von Moria. Ihr wollt jetzt eigentlich sagen, hier soll ein Auenland-Gebäude. Nee, ich habe sogar eine Vault-Tür. Mit Zahnradverschluss? Ist noch nicht, da brauche ich erstmal Redstone dafür, bevor ich sowas machen kann. Aber ich kann auf jeden Fall, dass die sich automatisch öffnen. Ich muss jetzt aber erstmal aus der Höhle langsam rauskommen, weil ich habe bald keine Spitzhacken mehr und mein Inventar ist voll. Wer kam jemals auf die Idee, im Scheißspiel Inventar reinzubauen, das voll werden kann? Vor allem ist es sowieso sinnlos. Das waren bestimmt die Sadisten von Bethesda. Weil es ist sowieso sinnlos. Du läufst ja eh mit zu viel Sachen rum, die der quasi nicht bei sich tragen kann, weil der hat ja nie einen Rucksack auf. Wo versteckt er das alles? Nein, die Hosentaschen der Jeans, was denkst du denn? Ja, natürlich. Wie hier die Telefonzelle von Dr. Who oder was? Ah,
Hades! Ja, die außen in der Telefonzeitung drin hast du ganze Asylantenheim. Platz. Alter, Lederzombie, zwei Spinnen. Oh, Leder, zwei normale Zombies und drei Creeper hier am Haus. Alter. Haut bloß ab. Boah, weißt du, worauf ich gerade wieder vorkriegen würde, das sagst? Serious, ja? Alles auf einmal. Ah, yourself! Uh-oh. Ich glaube, wir machen das so, du machst das mal Mass Effect 2 fertig. Oder denke ich mal, oder du machst dann, und falls du danach keinen Bock auf Mass Effect hast, dann machen wir noch Serious Sam 2. Second Encounter HD. Das haben wir noch offen. Second Encounter HD. Ja, mal gucken mal nach, weil erstmal gucken, wann jetzt überhaupt hier Release-Datum von Doom bekannt gegeben wird. Wenn das kommt, dann geht's entweder damit weiter oder ich mache halt direkt mit Mass Effect 3 weiter, damit ich das endlich hab. Würde ich jetzt auch bald langsam mal wieder aufnehmen, seit knapp einer Woche nicht mehr gemacht und ich habe keine Ahnung mehr, wo ich überhaupt stehen geblieben bin. Ich muss doch auf Vorrat aufnehmen. Ja, das sollte ich auch machen. Deswegen kann ich mich jetzt auch voll auf Old Bad Golden alles konzentrieren. Ja, das sollte ich auch noch aufnehmen. Was ist das denn für eine Riesenhöhle? Boah. Das ist genau das eingetreten, was ich befürchte. Ah, nee, da. Ist es da? Was? Was los? Ich suche gerade den Ausgang. Ach, ich habe Weizen, okay. Ich habe aber keine Eier, verdammt. Mag auch keine Eier. Du Pussy. Daran leiden viele Männer. Ja, Eier, ich brauche Eier. Vor allem denke ich auch immer so, ey, wenn ihr nicht mal einen Reifen wechseln könnt, der ganzen Hipster, dann rasiert euch den Bart weg. Bart ist männlich. Und was die da mit veranstalten, so als Mode-Accessoire. Was trägst du heute denn für Anzug, für Klamotten-Accessoires? Ja, ich trage heute meinen Bart. Pflegeleicht und gespült. Mit Weichmacher. Ganz flauschig. Oh. Per Wolke waschen. Und guck mal, ich hab hier ein iPhone. Oh Mann. Oh ja, die ganzen alten Fernsehwerbungen, ey. Ja, vor allem, wo früher noch für SNES-Spiele Werbung gemacht wurde, für Mario, Super Mario Kart. Oder PlayStation oder N64 und der ganze Kram. Ja, da wurde früher noch Werbung gemacht. Aber dann war im Fernsehen vor allem ganz böse gewesen. Dann kam Counter-Strike und dann kamen die ersten Amokläufe und dann kamen die ersten Videospiele. Bäh. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, das reicht doch zeitlich. Das wäre jetzt auch ein perfektes Thema. Einmal gepoppt, nie mehr gestoppt. Ja, die haben das jetzt auch umändern müssen. Ja, warum wohl? Damals, genau. Weil damals hatte ich die Werbung das erste Mal gesehen. Mein Vater hatte damals mal Stirb langsam 3, jetzt erst recht, aufgenommen gehabt auf Videokassette. Und ich habe das mit einem Kumpel geguckt. So mit 11, 12 Jahren, ne? Und da war dann die Werbung da mit aufgenommen worden auch. Und da war halt die Werbung dazu gepoppt. Weiß, wie man so als. Ja, ja. Es gab so gute Fernsehwerbungen, ey. Aber teilweise auch so bescheuerte wie heute. Aber damals, da war das noch echte Unterhaltung, selbst in der Werbung. Da ja, klar. Die Werbung nicht mal wegschalten wollen. Und bin ich hier? Vor allem ohne Scheiß früher, wirklich ungelogen, früher ist man mit der Familie auf der Couch gesessen und hat Fernsehen geschaut. Und heutzutage, naja. See you in hell. So nach dem Motto. Also nahrungstechnisch sind wir echt gut dabei. Okay, hier sind Fackeln, da war ich schon mal gewesen. War da eigentlich nicht mehr so, aber... War da eigentlich nicht mehr so, aber ich bin zu weit weg, um mir da mal schnell was abzuholen.